Sie sind Präsident des besonderen Vereins GoFuß. Das steht für golfspielende Fußballer. Und da wird viel Geld eingesammelt, Spendengeld. Und das soll unter anderem jetzt auch den Dortmunder Kindern zugutekommen. Was ist denn genau geplant? Wir wollen mit der Kanzlei Park, Steuerkanzlei Park in Dortmund 5 Bolz- oder Spielplätze bauen oder renovieren. Warum sollen gerade Golfplätze saniert oder neu gebaut werden in Dortmund? Was ist Ihre Idee dabei? Welches Ziel verfolgen Sie? Weil wir einfach wollen, dass die Kinder mal den Hintern aus dem Sessel rauskriegen und mal wieder sich bewegen, mal spielen, Fußball spielen oder Basketball spielen. Oder Hauptsache, sie bewegen sich. Das ist, glaube ich, das große Manko in den letzten Jahren geworden auch. Und deswegen glauben wir, dass das eine gute Geschichte ist. Wobei die Sozialisierung sicherlich der Kinder auch auf dem Bolz- oder Spielplatz stattfinden kann oder wird. Die Stadt Dortmund verdoppelt die Summe, die Sie als Spende an die Dortmunder Kinder geben. Wann geht's denn genau los? Was ist da geplant? Das liegt im Moment an der Stadt. Wir werden zusammen ein Projekt aussuchen und dann geht's los. Dann geht's über den ganz normalen Weg, schnellstmöglich zu renovieren oder zu bauen. Wer macht denn da alles mit bei Ihrem Verein GoFuß, also golfspielende Fußballer? Ganz viele aktive und ehemalige Fußballprofis aus ganz Deutschland, von Andi Möller über Uli Hoeneß, Franz Beckenbauer, Mats Hummels, die Bender-Zwillinge, Nuri Sahin, Olaf Thon. Es sind ganz, ganz viele. 530 aktive und ehemalige engagieren sich da, aber auch Handballer und Schauspieler. Und sie finden das, was wir tun, gut und schließen sich uns an. Also international ist Ihr Verein aufgestellt. Warum ist die Wahl jetzt auf Dortmund gefallen? Weil ich mich als Dortmunder fühle und gerne hier etwas machen möchte. Wir haben schon 3 Projekte in Dortmund fertiggestellt und möchten weitere hier natürlich irgendwie beginnen, weil mir das am Herzen liegt. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.